Aha, hier ist unser Fall. Dieser Patient wurde mit allen bekannten Antibiotika behandelt, ohne jeden Erfolg. Also entweder er ist nicht krank, oder wir haben es hier mit einem neuen Mikrobenstamm zu tun. Mir scheint, es könnte sich auch um einen Fall von Antibiotikaresistenz handeln. Es ist nämlich so. Wenn der Organismus von Bakterien befallen wird, versucht er sich auf mehrere Arten zu verteidigen, indem er seine Temperatur erhöht oder sein Immunsystem aktiviert. Sobald ein Fremdkörper in den Organismus eindringt, werden die weißen Blutkörperchen alarmiert. Diese identifizieren die Eindringlinge und machen sie unschädlich. Allerdings kann es passieren, dass diese Abwehrreaktion dem Bakterienansturm nicht gewachsen ist. Die Krankheit bricht dann offen aus. Seit der Entdeckung der Antibiotika können wir den Patienten zum Glück helfen. Diese Substanzen zerstören die meisten Bakterien oder schaffen ein für diese sehr ungünstiges Milieu. Der Einsatz von Antibiotika ist daher schnell zum Allheilmittel geworden. Beim kleinsten Wehwehchen, zack, eine Antibiotikakur. Die Anwendung von Antibiotika war so effizient zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen, dass man sie auch großzügig bei der Batterieaufzucht von Hühnern und Schweinen eingesetzt hat. Nach einiger Zeit jedoch brachen die Krankheiten wieder aus. Und die Antibiotika-Behandlung erwies sich plötzlich als unwirksam. Was war geschehen? Nun, bevor sich eine Bakterie teilt, verdoppelt sie ihr genetisches Material. Dieses besteht aus DNA. Jedes Stück dieses langen Moleküls kann über genaue Informationen zur Aufgabe und zum Wachstum der Bakterie verfügen. Es sind diese Stücke, die man Gene nennt. Jedes Gen besteht aus einer Sequenz von 4 Elementen, den Nukleotiden, von denen 2 komplementär sind und daher immer zusammengehören. Da das Kopieren der DNA sehr schnell ist, passieren regelmäßig Kopierfehler. Diese Fehler nennt man Mutationen. Die meisten Mutationen haben keine Konsequenzen, können aber gelegentlich die Eigenschaften der Bakterien verändern. So kann der eine oder andere Kopierfehler zu Resistenzen gegen ein Antibiotikum führen. In der Anwesenheit des Antibiotikums wird diese resistente Bakterie dann als einzige überleben. Das Medikament hat also den resistenten Stamm ausgewählt. Und da somit keine Konkurrenz um die Nahrung mehr besteht, wird sich diese Bakterie rasch vervielfältigen können. Es ist genau wie bei der natürlichen Auslese. Die Individuen, die die günstigsten Merkmale besitzen, werden sich mehr fortpflanzen als die übrigen und können sich weiterentwickeln. Tatsächlich hat man mit den Antibiotika das nachgemacht, was die Natur seit Milliarden von Jahren tut und was zur Evolution der Arten geführt hat. Junge Dame, zeigen Sie uns hiermit etwa, dass der Fall von akuter Darwinitis befallen ist? Nun, wenn Sie meinen. Aha, genau so sah ich die Sache auch. Meine Herren, der Fall ist sehr interessant. Gehen wir nun zu etwas anderem über.